Ganz ehrlich, den Fleischkonsum zu reduzieren ist mega erstrebenswert, aber irgendwie jedes Mal, wenn ich mir ein veganes Würstchen oder ein anderes tierfreies Produkt kaufen möchte, dann schmeckt es entweder so ein bisschen nach Brot oder es ist mega krass salzig, was meinen Blutdruck gleich Richtung 200 schielen lässt oder einfach beides. Das liegt oft daran, dass immer noch viel mit Seitan als Fleischersatz gearbeitet wird, wobei sich das langsam ein bisschen bessert, keine Frage. Aber es ist halt immer noch ein krass industrielles Produkt und da unterscheidet sich die vegane Variante kaum von der Fleischvariante. Viel zu salzig, viel zu fettig, zu viel Chemie, das eine mit, das andere ohne Tier, aber industriell hergestellter Schmarrn bleibt beides. Nicht wirklich lecker und alles andere als gesund. Ich bin Erkennen, auf meinem Kanal versuche ich euch ein bisschen das Clean beim Eating näher zu bringen. Vorwiegend pflanzlich, vollwertig, gesund und das Wichtigste, krass lecker. Wir wollen mit natürlichen Lebensmitteln das Maximale an Geschmack und das Maximale für euren Körper rausholen. Und heute zeige ich euch, wie ihr cleane, leckere und vegane Würstchen ganz einfach selber machen könnt. Easy peasy. Viel Spaß beim Video. Zutat Nummer 1 ist Quinoa, ca. 40 Gramm, und bevor wir den weiterverarbeiten, waschen wir den richtig gründlich ab, denn Schmutz und Schalenreste braucht kein Mensch im Essen. Das Pseudogetreide enthält alle wichtigen Aminosäuren, was ziemlich ungewöhnlich ist für ein pflanzliches Lebensmittel, und liefert nebenbei auch noch jede Menge Magnesium, Kalium, Calcium und zwar deutlich mehr als unsere heimischen Getreidesorten. Im Vergleich zum Grünkern, mein persönliches Lieblingsgetreide, zur Hirse oder auch Roggen, hat Quinoa in allen Mikro- und Makronährstoffen deutlich mehr Anteile. Was bedeutet, dass wir mit weniger Energieeinsatz mehr Nährstoffe zu uns nehmen können. Den Quinoa gießen wir mit 120 ml Gemüsebrühe auf und lassen ihn für 12 Minuten ganz sanft köcheln. Immer wieder umrühren nicht vergessen, und anschließend darf er weitere 10 Minuten ohne Hitze vor sich hin quellen. Wie steht ihr eigentlich zum Quinoa? Esst ihr regelmäßig Quinoa aufgrund der wertvollen Nährstoffe oder schreckt euch die miserable Ökobilanz ab und greift dann lieber auf unsere heimischen Getreidesorten zurück? Ich muss ja gestehen, ich bin ein Fan von unseren heimischen Getreidesorten, aber für unsere veganen Würstchen kommen wir nicht drum herum und brauchen die Konsistenz vom Quinoa. Schreibt mir in die Comments, wie ihr zum Quinoa steht, und wir kommen derweil zum nächsten Protagonisten. Wir brauchen 100 Gramm gekochte Bohnen, 100 ml rote Beete-Saft, und ich bin ja auch ein Riesenfan von meinem Entsafter. So ein frischer Saft hier, ein roter Beete-Saft, rockt einfach ends krass. Benutzt ihr auch manchmal einen Entsafter? Und wenn ihr Bock drauf habt, dann können wir regelmäßig so crazy Saft-Videos herstellen. Gibt eine Menge geile, verrückte Kombinationen mit mega gesunden und leckeren Säften. Also, wenn ihr Bock auf Entsafter-Smoothie-Videos habt, sagt Bescheid, dann hauen wir mal ab und an eins raus. Als nächstes brauchen wir noch 100 Gramm Haferflocken, und die mixen wir uns richtig schön fein, so dass wir eine Art Hafermehl bekommen. Jeder, der sich ein bisschen mit gesunder Ernährung beschäftigt, der weiß, wie krass wertvoll Haferflocken sind, und wer das noch nicht weiß, der kann sich ja mal dieses alte Video von mir anschauen, aber nicht lachen, das waren meine Anfänge bei YouTube. Für den Geschmack sorgen 1,5 Teelöffel Kreuzkümmel, 1,5 Teelöffel Koriandersamen und 1,5 Teelöffel Bockshornklee. Schön fein mörsern, fertig. In unseren Rote-Beete-Bohnen-Smoothie schütten wir dann das Haferflockenmehl, 40 Gramm Kichererbsenmehl, 4 Esslöffel Hefeflocken, unsere Gewürzmischung, 2 Esslöffel Tomatenmark, 2 Esslöffel Harissa-Paste, 2 Teelöffel Knoblauchpulver und 1 bis 2 Teelöffel Zwiebelpulver. Hey, wir machen eine vegane Wurst, die besser schmecken soll als die industriell hergestellte, und da kämpfen wir mit harten Bandagen. Obendrauf kommen dann 2 Teelöffel geräuchertes Paprikapulver und 1,5 Teelöffel Salz. Alles schön zu einem Teig vermischen, und wer es jetzt erst gemerkt hat, dass wir den Quinoa vergessen haben, allerhöchste Zeit, das nachzuholen, und das gleiche gilt übrigens auch für 2 Esslöffel Olivenöl. Wenn der Teig dann langsam irgendwie geschmeidig ausschaut und sich auch geschmeidig anfühlt, dann wandert er für 30 Minuten in den Kühlschrank. Da ich meine Würstel gern alle gleich groß habe, habe ich natürlich auch alle gleich groß gemacht, und zwar 4 Paar sind rauskommen, und ihr macht es einfach nach eurem Gusto. Schaut, dass eure Hände immer ein bisschen feucht sind, dann rollt es sich deutlich leichter und die Hände werden nicht ganz so schmutzig. Würstelrollen macht schon eine Menge Spaß, und wenn ihr irgendwann mal genug davon habt, dann rollt es in eine Alufolie. Einfach einrollen, die Enden verschließen, so Gürtel-Style halt. Ein Gürtel ist ein Bonbon.
Zur Alufolie habe ich noch keine Alternative gefunden, die umweltfreundlicher ist. Aber wenn ihr Ideen habt, wie wir das Ganze umweltverträglicher verpacken können, her mit euren Ideen. Ich wickel gern meine Würst später in was anderes ein. Dann Wasser in den Topf, Dampfeinsatz drauf, weil jetzt wird gedämpft und zwar 20 bis 30 Minuten. Und nach knapp einer halben Stunde dürft ihr die Wegewürst wieder rausnehmen. Und wenn ihr besonders dicke Würst gemacht habt, dann lasst es halt 10 Minuten länger drin. Und ich wollte schon sagen, dann ist es wie Weihnachten, ist es aber nicht, ist einfach nur wie Wurst auspacken. Mir schmecken die Würste am besten mit leichten Röstaromen und deswegen kommen die bei mir vorher immer in die Pfanne und werden ein bisschen angebraten. Dann bekommt ihr nämlich herrlich leicht röstige, leckere, gesunde und vegane Würstchen, die sich weder von der Konsistenz und erst recht nicht geschmacklich von den Industriewürstchen verstecken müssen. Aber da nur Würstel essen ein bisschen fad ist und auch wenn die echt was können, nicht im Sinne einer vollwertigen Mahlzeit, zeige ich euch, was man dazu Leckeres essen könnte. Zum Beispiel eine Bohnenpfanne, in die man sich nur beim Anschauen reinlegen möchte, wenn es ein bisschen kälter ist. Aber fangen wir von vorn an und nehmen uns unsere Lieblingspfanne, im Idealfall mit viel Platz und ein bisschen Olivenöl. Dann schneidet ihr Zwiebel klein. Ich habe euch ja mal versprochen, ein Zwiebelschneidetechnik-Video zu zeigen. Habe ich nicht vergessen, nur nicht dran gedacht. Kommt noch. Zwiebel kommen wie immer zum Öl und werden glasig angebraten. Dann braucht man ein richtig großes Stück Ingwer. Und da ich mit dem Teelöffel nicht so richtig gut umgehen kann, habe ich ihn anders geschält. Zeige ich aber nicht, bleibt mein Geheimnis. Jedenfalls reiben wir den zu den Zwiebeln und wenn sich die ersten Röstaromen bilden, schneiden wir 200 Gramm Champignons dazu. Und wenn ihr lauter kleine habt, könnt ihr die auch ganz lassen. Ganz im Gegensatz zu den 3 bis 4 mehligen Kartoffeln. Die reiben wir mit einer Reibe schön fein, braten die mit den Pilzen an und lösen immer wieder die Röstaromen von der Pfanne. Bisschen Geschmack braucht man noch. 1 Teelöffel Senfkörner, 1,5 Teelöffel Fenchelsamen, 1 Teelöffel Schwarzkümmel, 1 Teelöffel Thymian, ein gehäufter Teelöffel Shiitake-Pulver oder ein anderes Pilzpulver. Einfach getrocknete Pilze mixen und zerstäuben. Der Geschmack darf dann bei der Kartoffel-Pilzmischung ein bisschen mitgeröstet werden, bevor wir 1 Esslöffel Tomatenmark dazugeben und ebenfalls mitrösten. Alles bei mittlerer Hitze, damit nichts verbrennt und währenddessen hobeln wir 3 bis 4 Karotten dazu. Nicht zu dicke Scheiben, vielleicht so einen halben Zentimeter. Und ganz wichtig, 4 fruchtig schöne rote Tomaten. Und wo bekommt man die jetzt im Winter her? Das ist die große Frage. Wahrscheinlich aus dem bayerisch beheizten Treibhaus mit einer bescheidenen Ökobilanz. 4 Knoblauchzehen reiben wir mit rein und 1 Kaffee-Limettenblatt. Optional nehmt ihr Lorbeerblatt, schmeckt anders, aber auch geil. 700 ml Tomatenpassata dazu schütten und 200 ml Gemüsebrühe und mit der löse ich die restliche Passata aus der Flasche. Und dann schütte ich es rein. Das Ganze köchelt jetzt ein bisschen vor sich hin, immer wieder umrühren, nicht vergessen und wir schneiden 4 vegane Würstchen klein. Und wenn ihr wissen wollt, wie man vegane Würstchen ganz einfach selber machen kann, dann schaut euch doch dieses Video an. Die Würstchen in die Pfanne, 300 Gramm gekochte Bohnen dazu. Ich habe hier weiße Riesenbohnen. Ihr nehmt einfach die Bohnen, die euch taugen, alles zusammen kochen lassen, bis ihr die gewünschte Konsistenz erreicht habt. Immer wieder umrühren, nicht vergessen, damit nichts anbrennt. Dann Teller her und rein mit der Karotten-, Pilz-, Kartoffel-, Tomaten-, Bohnenpfanne mit selbstgemachten veganen Nicht-Industriewürstchen. Ein Hero-Eintopf mit jeder Menge Bums und Grünzeug eurer Wahl natürlich auf keinen Fall vergessen. Das macht euch lange satt, schmeckt geil und ist ein echt gutes Gefühl, so selbstgemachte Würste. Vegan. Und wer das Video bis zum Ende geschaut hat, gibt es Leute, die das bis zum Ende schauen, sagt, Clean Eating rockt, bleibt gesund, nächste Woche sehen wir uns wieder und haut rein.